Wie ist denn nun eigentlich der aktuelle Stand der Verhandlungen für die Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitungen einzuschätzen? Und wir haben uns kurz besprochen und haben Michael Trautig von der Stuttgarter Zeitung und auch Tarifkommissionsmitglied gebeten, kurz über den bisherigen Verhandlungsverlauf, insbesondere über diese sehr unbefriedigende dritte Runde am 19. April und wie sich die Arbeitgeber da verhalten haben, zu berichten. Michael, bitte. Ja, Michael Trautig, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, nicht nur Stuttgarter Zeitung. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, warum wir uns hier versammelt haben. Wir haben uns natürlich versammelt, um ein machtvolles Zeichen an die Arbeitgeber zu senden, an den Verhandlungstisch morgen. Niemand hat damit gerechnet, dass so viele Journalisten aus Baden-Württemberg herkommen und den Verlegern zeigen, was da ist. Was weniger großartig ist, jedenfalls aus meiner Einschätzung, ist das Verhandlungsergebnis, was uns heute Nacht von den Druckern beschert worden ist. Ja. Dieser Druckerabschluss ist insofern für uns wichtig und von daher war es richtig, dass wir darüber geredet haben, als er natürlich eine Vorlage liefert für die Verhandlungen morgen. Die Verleger haben uns bei den Tarifverhandlungen Angebote gemacht, die tendenziell immer etwas schlechter waren als die Drucker. Und sie haben das gleiche Spielchen getrieben, was sie offensichtlich auch bei der Verhandlungsrunde der Drucker jetzt gespielt haben, indem sie mehr oder weniger ihre ursprünglichen Angebote variiert haben, indem sie an irgendwelchen Stellschrauben gedreht haben. Ich möchte nur daran erinnern, bei uns in der Verhandlungskommission letztes Mal in Berlin war das letzte Ergebnis, das letzte Angebot der Arbeitgeber 2x1% und dann noch eine Einmalzahlung über 200 Euro. Das ist natürlich lächerlich. Und ist es denkbar, 3,8% zu akzeptieren, wenn wir wissen, dass jedes Jahr die Verleger uns in den Geldbeutel langen und 0,35% von unserem Gehalt abziehen, weil wir Kürzungen im Mantel hinnehmen müssen? Das alles wollen wir ausgeglichen haben. Und ich glaube, von daher wäre es ein wichtiges Signal auch an die Verhandlungspartner, dass wir mit einem solchen Abschluss nicht zufrieden wären. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute halt nicht nur dieses machtvolle Zeichen setzen, sondern es ist vereinbart, dass wir auch noch mal darüber diskutieren, ob es vor dieser Folie sinnvoll ist, morgen wieder in die Redaktionen zu gehen. Aus Einschätzung vieler Stuttgarter Kollegen ist das nicht sinnvoll, weil es das falsche Signal aussendet. Vielleicht noch ein letztes, aus Stuttgarter Sicht extrem wichtig. Wir haben jetzt bisher nur über die Journalisten ganz allgemein gesprochen, das ist auch gut. Aus Stuttgarter Sicht ist es auch nicht akzeptabel, wenn es irgendeinen Abschluss gibt, dass die Freien und der die Freien und Pauschalisten schlechter stellt als die festangestellten Redakteure. Applaus